Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, moin, Flüte und Ahoi, meine lieben Landratten und Rädchen da draußen. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Curious Expedition Nummer 2 beim guten Valvo. Servus und hallo. Der Anno ist auch wieder da. Juhu. Ja, moin, sehen's. Da hinten lauft er. Ja, danke, danke. Anno, der alte Esel. Wir sind zurückgekehrt. Wir haben die Pyramide gefunden beim letzten Mal. Wir haben jetzt leider als Nachteil eine Kannibalen mit dabei. Und einer ist gestorben. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch die letzte Folge nochmal an. Und wir machen jetzt weiter. Es sind wieder Dinge passiert. Ganz viele komische Dinge sind wieder passiert. Das ist... Oh, mehr Inventarplatz. Oh. Offensichtlich. Komischerweise hatten wir diesmal bisher noch gar keine Inventarplatzprobleme. Das wundert mich noch. Reveals nearby prey animals and enemies. Okay. Mhm. Mehr Viewing Distance, also dass wir die eher sehen. Ja. Ich weiß nicht. Okay. Heavy Carrier gains additional inventory slots plus 2. Mhm. Und grants additional rerolls in combat. Current rolls 1. Great 2. Ich muss sagen, die Würfel und die Package sehen eigentlich fast gleich aus. Ja. Haben sie sich auch gedacht, machen doch ein Paket mehr dahin, und das eine ist das andere ist ein Paket. Ansonsten ist das echt identisch. Also ich würde sagen, eins von den Paketen. Ja. Die komplett d'accord. Was darf es sein? Paket. Ja, welches? Eins von den Paketen. Das Paket, das andere ist Würfel, oder nicht? Ja, okay, dann nehmen wir die. Ich dachte, du meinst jetzt mit Paket Inventarplatz. Entschuldigung. Okay. Capacity! Story Expedition available. You have completed the requested normal expedition for this year. The first story event is unlocked, okay. Aber bei 3 ist dann Schluss, oder? Kann man nicht vorstellen. Und da wirklich nur 4 Tickets. Ach du. Bah. Okay. Okay, dann schauen wir mal da kurz rein. Beim Löwen, da haben wir jetzt Cure Lime. Oh, 3 kostet's. Jemanden zu heilen. Mhm. Den könnte man vom Kannibalen. Können wir jetzt auch auswählen oder wird dann zufällig eins von seinen 2 da gekriegt? Hat der 2? Ja, 2. Ich glaube. Klaus. Achso, er hasst und Kannibale. Wer ist wohl der Nächste? schauen wir mal, Display Unlocks, was haben wir denn geunlockt? Den hier, den haben wir schon bekommen. Razor Sharp Throwing Disc. Kriegen wir vielleicht noch einen? schauen wir mal kurz in den Shop. Ja. Okay. Ein roter, der wird 5 kosten. Nee, wir haben keine 5. Ticket? Aber kriegt man irgendwie ein Ticket durch irgendwas? Können wir vielleicht den einen verkaufen? Ja, das wäre cool. Dann kriegen sie ihn wieder. Best used. Nächstes Mal ist sie nicht mehr da. Ein betretenes Zelt sind nur so ein paar Knochen vor. Okay, Inventar ist wieder ganz leer, ja. Ja. Außer die Sachen, die wir da haben. Ich überlege gerade, das hier, dieses Chakra, das... Eraser, Sharp, wie auch immer wir das kriegen. Wir haben sie offensichtlich nicht. Ja, für 8 Gold steht doch da, oder? Ja, aber wie können wir das kaufen? Kommt die keinen Shop? Ja, in dem Shop war gerade nur der Dude. Oh, hä? Geh nochmal auf das, wo dieses Razor-Ding ist. Ja, warte. Display Unlocks. Guck mal, die Figur links ändert sich auch andauernd. Stimmt. Was ist denn das? Ja, keine Ahnung. Wir haben sie auf jeden Fall nicht bekommen. Was passiert, wenn du auf Inspect klickst? Habe ich schon probiert, oder? Ja.
Da sieht man nur, was es machen würde, wenn man es hätte. Aha. Es, wieso ist sein Bild dabei? Hat das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum der Chakram 1 von 10 steht. Also. Aber es hat, er hat es nicht. Es hat keiner von denen. Der Esel hat es, der wirft es mir in den Maul. Ja, okay. Was auch immer. Scheint wohl nicht zu klappen. Okay, dann gehen wir da mal raus. Taishi, da haben wir ja noch nichts freigeschalten. Train Character geht nicht. Unlocks, ja, da ist nix. Oder sind das die Dinger, die angezeigt werden, die wir beim nächsten Mal freischalten, mit dem nächsten Level? Display Unlocks, Unlocked. Schau. Ja, aber dann müsst. Ne, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Oh, jetzt ist schon wieder eine andere Figur da. Ja, aber das Chakra, das hätten wir freigeschalten. Oder wir können, warte, vielleicht können wir es kaufen dann, wenn wir die Expedition starten. Dass es hier nicht kaufbar ist, aber dann bei der Expedition start. Eventuell. Bisschen komisch, die Variante, aber gut. Ich muss sagen, ich blick bei dem Spiel echt noch an sehr vielen Stellen nicht ganz durch. Ja, Tito. Upgrade Equipment wäre eine Möglichkeit. Hier den Hafersack. Oh, okay, das kann man auch upgraden. Upgrade, hä? Upgrade Expo-Tickets kostet uns 3 von 4, oder was? Ja, da blick ich, ja, das kostet uns offensichtlich 5 von 4. Also, wieso man so viele Tickets machen, wenn es nur 3 Expeditionen gibt? Da wird's mehr, das kostet 2 von 4. Mehr Sanity um 2 ist. Das kostet 3 Tickets? Was ist denn das für ein Beschiss? Ne, weiß ich nicht. Nee, danke. Danke, aber nein, danke. Schauen wir uns auf mal uns lieber der Bahn. Okay. Recruit. Das war ja, glaube ich, gratis, oder? Die Aktion. Ja. Wir können uns ja eh noch wen leisten. Oh, guck mal, da ist schon wieder so ein Einbeiniger. Hat ja so gut geklappt beim letzten Mal. Alter, wie sieht denn die unten rechts aus? Was hatten die für Augen, ey? Ich bin wach! Kaffee tut mir gut. Ja. Okay. Ist auch immer dieselbe Field Nurse. Die Heilerin. Also den Hund habe ich auch noch nicht gesehen, der den es angeblich gibt. Laut Screenshots. Generell noch gar keine Tiere. Ja, bis auf den Esel. Also, bis auf den Esel, aber den haben wir als Grundausstattung nach dem Tutorial bekommen. Wir haben keinen Sklavenhändler gesehen, keinen Tierhändler. Ja. Am Hafen konntest du auch nichts mit Tieren ausrüsten. Wir konnten den Esel auch nicht upgraden mit mehr Packlast oder sowas am Hafen. Und vor allem auch als Expeditor-Start konnten wir nur die 2 Leute auswählen. Und bei Curious Expedition gab es doch irgendwie 15 Leute mit unterschiedlichen Boni. Aber es ist noch eine Alpha. Wer weiß, was noch alles reinkommt. Na gut, wir haben jetzt nach dem Tutorial gestartet. Vielleicht, wenn man generell neu startet, vielleicht sind da ja andere auswählbar. Der Koch. Sanity bei Cooked Meat. Kennen wir schon aus dem ersten Teil mit Damage und Vulnerable. Naja, nicht so der Hammer. Und Sailor. Naval Flare. Okay, da hätten wir wieder so einen. Retaliation dann Taunt. Ja. Weiß ich nicht. Spricht mich alles nicht unbedingt an. Vielleicht wieder den Sailor. Den Sailor hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Den Virgil. Im Zweifel haben wir jemanden, der gefressen wird. Dann hätte ich den Koch gebraucht. Er kann vielleicht damit doch was anfangen. Lecker. Okay, und da hätten wir jetzt dann Waffen oder irgendwelche Sachen, die wir uns kaufen könnten. Minus Travel Base Cost, minus 10%. Huiuiuiuiui. Wenn wir ein Foto mitnehmen? Maximal okay, Sanity. Das kostet uns 3 Tickets. Und 50 Taler.
Ja, oder 50 Taler hätte ich gedacht. Ach, das ist oder? Ich dachte, Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir unser Geld hätten. okay, doofe Frage. Was ist das? Was haben wir denn da unten generell noch? Zig Leather Harness? Mehr Health für Tiere, aber der kann eh nichts mehr. Der hat ja Der kann schon nichts mehr Hafer. tragen, ja. Dann Caesar. Mehr Sanity, Sensor. was trägt. Das können wir uns eh nicht leisten, Machete. Warte mal, das ist für Dschungel. religiöse Dinge, dieses Sensor, kann das der unser Priester vielleicht irgendwie? Ich glaube, das kann aber jeder tragen. Es steht jetzt Ceremonies, nicht da, dass es nur der eine Okay. tragen darf. Weil hier zum Beispiel Okay. steht ja nur Beast und Pack. Und das darf jeder machen. Okay. Ja, Machete 5 kostet das, ist auch ein bisschen krass, oder? Hä? Cutting all manner Wieso of kostet things, sowas they are 5? Und das zum cutting Beispiel wieder nur 3? Da müssen sie auch nochmal Weil die ran in Machete, die Balancing. kannst du quasi bei jedem Dschungel dann einsetzen. Du kaufst halt keine einzelnen Macheten mehr hier. Aber nur beim Dschungel. Und das geht halt überall. Ja. Oder die Travel Base kostet minus 10. Die geht ja auch überall und kostet nur 3. Das Foto. Die Frage ist, Okay, das ich meine, Heilen man kann es ist. offensichtlich auch als Kampfwaffe verwenden, die Machete. Weil es Würfel hat. Also hat sie Dann wäre die zwei derzeit das Effekte. Beste. Wir können es uns aber nicht leisten. Also. Ich wollte, dass es von mir fasst. Das Gewehr? außer wir haben die 83 Gold, aber offensichtlich nicht. Okay. das Gewehr ist zu teuer. Best friend in dark Okay. times. Und die Mietklaue ist auch zu teuer. Oder wir heilen den einen für 3. Das wäre jetzt die Frage, wir heilen den einen oder wir nehmen diese Laterne damit, also. Der ist halt schon ganz gut, der eine. Oder? Ja, wir haben ihn Der halt letztes Mal frisch mitgenommen, ne? Level 2 hat er halt schon. Und der ist gar nicht so schlecht mit diesem Mit dem Damage. Speer, ja. Ja, komm, heilen wir mal. Geh mal Hoff, ihm dass das sein halt. Hass gegen den anderen weggeht bei unserem Glück. Cure Alignment. Okay. Ask me quietly, wen soll ich denn heilen von den Idioten? Ja. Der, den du uns beim letzten Mal mitgegeben hast. Ah, okay. Gut, da kann ich immerhin auswählen, was. Ja, aber nur Soll Kannibalismus noch kein offensichtlich. Kannibale mehr sein. Minus Ask me Kannibal. to leave. Okay. Okay, passt. And when I left, they were sitting quietly. Okay, lass uns mal drüber reden. So wie ein Therapeut. Du isst also gerne Menschen. Möchtest du nicht lieber hier diese Schokolade essen? Ja, genau. So funktioniert das bestimmt. Okay, ja. Passt. Dann hat das wohl geklappt. Okay. Equipment Dealer. Können wir jetzt noch irgendwas kaufen? Das kostet, glaube ich, jetzt alles 2. Ja. Geht sich gerade nicht aus. Finanzier. Geht sich auch nicht aus. Wir haben halt keine Tickets mehr, wir haben nur eins, Naja, ne? eins hätten wir eben. Aber ist alles zu teuer. Okay. Okay, dann lief. Aber bei dem Lux, das war teurer, oder? Das Equipment upgraden. 5 von 1, 3 von 1, 2, 3. Ach, das ist ja alles Wo siehst du denn massiv. die Tickets? Ich komme gar nicht so schnell mit, wie du da klickst, okay. Ja, hier unten. 5. Los. Oh, das sehe ich nicht. Da ist Mikrofon, Okay. Telefonat auflegen und keine Kamera ist angeschlossen. Okay, also da oben hast du die Symbole von uns und da unten hast du die anderen Symbole. Oh je. Okay. Ja, warum machen Sie das hier nicht zum Beispiel identisch mit dem anderen Handelsding? Das Ja, ist dann so ja. links, also Vor allem, jedes weil. Menü ist hier irgendwie anders aufgebaut. Vor allem, weil Ey. hier irgendwelche Geldpreise sind.
Erst kostet erst ist es 25 wert und dann 27, aber wo würde man sowas verkaufen? Ich weiß, irgendwie ist es wirklich sehr seltsam. Und so wie du sagst, einmal steht es da und einmal da. Und das schaut ja auch ganz anders aus mit den Tickets. Aber, na okay. Das ist da hinten das trojanische Pferd oder was war das? gut, dann gehen wir auf Select Expedition. Weil wir können sonst nichts mehr machen. No. Hoffen wir mal, dass wir die eine behalten hier, das eine Ticket. Sonst bin ich sauer. Act 1, The Ancient Slab. Okay. Das ist jetzt das, was wir offensichtlich freigeschaltet haben, das was vorher da stand. Wieso stehen wir eigentlich alleine da am Pier? Mit dem ja, die anderen stehen da oben. Achso, okay. Weil sonst kann ich auf nichts klicken. Okay. Kann hier nur auf Expedition klicken. Ich kann hier auch sonst nichts auswählen. Okay. Zwei Schwierigkeiten. Nichts anderes auszuwählen. Aber offensichtlich mal eine andere Art von Insel. Die sieht mal normal aus. Ist das wieder Dschungel oder Wüste. So? Oh, aber guck mal, 10 Tickets? Boah, okay. Da kommt mal ein bisschen was zusammen. Aber wobei, ja, ich hoffe mal nicht, dass es wirklich die letzte ist, weil wozu dann überhaupt noch die Tickets? End the current year. Heißt das vielleicht pro Jahr eine Expedition? Kann sein, ja. Wir spielen bis ins Jahr 2000. Kann das sein, dass das Spiel... Kann das sein, dass das Spiel endet, wenn der Eiffelturm fertig ist oder sowas vielleicht? Wann war denn der fertig? Das kann ja ein bisschen dauern. Ich glaube, das Spiel endet vorher, wenn wir irgendwie gefressen werden vom Kannibalen oder so. Bauzeit 1887 bis 1889. Okay. Wir hatten aber jetzt 1886. Erst 86. Okay. Liebe Entwickler, schaut doch bitte nochmal nach, wann der Eiffelturm gebaut wurde und passt euer Spiel entsprechend an. Danke wobei, sehr. Wobei, sich anhand von Wiki orientieren ist halt auch so eine Sache. Meinst du, Wiki verzog sich um Baujahre? Warte mal. Was heißt 170 jetzt nochmal? 170 Fame? In Bezug auf den Sponsor? Ja, oder? Die 170 hat 270 denn jetzt. Ich kann die Zahlen da drin nicht lesen. Das ist too much. Warte, ich klicke da jetzt nochmal drauf. Da, 170. Das müsstest du doch sehen können, oder? In ja, das Reis. Ist aber doch der allgemeine Ruhm, oder nicht? Ja, aber für was braucht man den? Für den Sponsor? Oder, achso, hierfür wahrscheinlich. Um wieder weitere Tickets zu kriegen. Das habe ich auch noch nicht gecheckt, wie das genau funktioniert. Aber jetzt ist halt die Frage, was wir da verwenden. Wir hatten doch beim letzten Mal uns irgendwie ausgerechnet, dass sich's dann für den nächsten Rang ausgeht, aber ich weiß nicht. Er hat sich ja auch, wir sind jetzt ja Rang 3. Ja, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt... 94 war es beim letzten Mal. Ja, und jetzt ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel es die... Also ja, drum, das sage ich ja gerade. Ich weiß ja nicht, wie viel es jetzt gibt. Ja, da kommen dann machen wir mal diese 170 sind, zum Beispiel. Mach doch mal irgendeine anderen. Mach doch mal diesen Roboter-Frickel da, dass wir vielleicht irgendwie mal bei dem was Cooles kriegen. Okay. Lux Labs. Da steckt garantiert Lex Luthor hinter. Und wir besaufen uns wieder mal. Juhu. Oh je, da steht da hinten. Spend the evening at the tavern. Okay. Okay, sie wollen neue Leute treffen, ja. Undiscovered places, treasures, locations, exotic cultures. Das kommt jetzt als spielen. What I'm most looking forward on my next expedition. Was ich als nächstes finden möchte auf der Expedition. Treasures. Oder? Ja, dann heißt es, hier hast du eine Schaufel, such mal wieder einen Schatz oder so. Okay. Ach so. Ja, keine Ahnung. Komm, klick ja, das könnte schon sein. Cuisine, kriegen wir wahrscheinlich Fleisch oder irgendwas? Das wäre auch nicht schlecht. Sanity-Items? Ja. Ich habe echt keine Ahnung, ob das wirklich ist oder ob das jetzt... Oh, lach da.
Some light snacks. Okay, I feel hungry now then. Wow. Hat sich ja gelohnt, dafür lange überlegen. Wird das hier immer dreckiger, der Schriftzug? Ist das wie Walking Dead? In der letzten Staffel ist es voll überzogen mit Morast. Echt? Okay. Ja, das ist so ein kleines Gimmick, dass sich der Schriftzug immer ändert bei Walking Dead. Okay. Da ist schon wieder so eine Müllschaluppe neben uns. Ah ja, das ist derselbe Händler offensichtlich. Sieht doch alle gleich aus. Gut, wir haben 100 Kohle und wir haben mal wieder... Sieht so, kennst du dieses Finde Walter? Nee. Findet Walter im Deutschen? Der sieht fast genauso aus, finde ich. Okay. Nur blauen Hut anstatt mit rot-weiß-karierten Hut oder was? Nur rote Bommelmütze, keine Ahnung. Nee, rote Bommelmütze. Das Gute ist, wir haben hier einen Sale gerade bei den First Aid Kits. Die gibt's gerade günstig. Dann nehmen wir da auch ein paar mit. Und den Rest machen wir voll mit Canned Meat. Ja. Bei den Fläschchen weiß ich halt echt nicht, was sie bringen. Und die Flayer, ne, haben wir selber eine mit. Angriff, das haben wir mal rausgefunden. Die roten Flaschen. Kostet 6. Oh, warte, eine Fackel bräuchte man. Wir haben eine Laterne, aber ja. Allein, dass unsere Fackeln verkauft werden am Ende, nur damit wir uns gleich im Anschluss wieder Fackeln kaufen. Also irgendwie, Nicht. Würde ich das gern selber auswählen, was zu verkaufen ist. Weiß nicht, was so schlecht an dem Feature war, dass man das auswählen konnte. Ja. Können wir uns noch irgendwas leisten für 4? Weil offensichtlich haben wir das Geld ja nicht behalten, da die Bait. Okay. Das Geld haben wir offensichtlich nicht behalten, was wir beim letzten Mal über hatten. Auch nicht, oh mein Gott, ey. Was ist denn das für ein Saftladen? Refill Water, sicherheitshalber. Wenn das nicht nach Dschungel, nach Wüste aussah. No. Und beginnen. Expedition! Juhu! Begeisterung macht sich breit. Hä? Die ist wieder da. Melon pulled me aside as a nearby island she was entrusted. Also sie hilft uns und sie sagt, Ich darf Leader sein. Die lacht uns doch aus. Echt mal. Du willst auf Expedition. Dass ich nicht lache. Du bist gefressen, bevor du auf den Boden da kommst. Zwinkert dann rüber zu unserem Ex-Kannibal. Kriegt er gleich wieder Appetit. Ja. Okay. Kann sein, dass wir überhaupt nicht vorankommen hier. Ich weiß es nicht. Was müssen wir da klicken? The location of the slab idols remained unknown, but reported in rhythm. Contact natives and learn its location. Okay. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht überladen, weil wir die jetzt auch mit haben. Die Frau. Keine Ahnung. Die plötzlich wenn auftut dann, hier. Wenn, dann wäre es auf jeden Fall sehr mies. Ja. Undiscovered Jungle. We should keep moving. Moving. Also, der Esel sieht gar nichts. Also sind wir schon da. Wie von Schreck der Esel. Ach, der mit der Synchronstimme von Eddie Murphy. Ja. Okay, da geht's offensichtlich nicht weiter. Ja. Eher nach rechts. Hey, wie wär's mit Elefantenzähnen? Ja, genau. Okay, dann laufen wir mal irgendwo daher. Ja, da rechts kommt doch gleich so eine Erhöhung, wo man mal drauf watschen kann. Ach Gott, da kommen schon wieder diese ganzen Pflanzen raus.
Ach du Heiligste. Ja, geh mal auf genau den rechts daneben, genau. Elefanten über Elefanten. Wow, ein Wüstenfeld. Sollen wir da erst hin? Das sieht nämlich sehr abgelegen aus. Ja, zoom mal ganz kurz raus. Was ist die Karte? Eher nach oben oder eher nach rechts? Na, Wieder eher rechts. nach rechts. Ja, guckst du überhaupt zu, Anno? Ich hab dir Ja. doch gerade gezeigt, die Karte, und hab gesagt, es geht nach rechts. Ja, das wird aber auch teilweise nicht so flüssig übertragen hier. Okay. Der spielt doch wieder Timelines. Nee. Ja, sollen wir das mitnehmen Erst da? oben würde ich sagen, dann Genau. ja. Okay. Bling! Oh, Ist so jetzt zum Übernachtungsfelsen. Übernachten oder was? Oh Mann. Oh. Ja, können wir ja gleich machen. Wehe, da hassen sich wieder irgendwelche, es bilden sich wieder Hassschaften. Was ein Anblick. Wahrscheinlich wird irgendwie da wieder Kannibale oder so. Und der neue, der Virgil. Er wuchtelt herum. Stepping closer, I heard a high-pitched whine and so. Moskitos? Moskitos, ach so. And I saw that. What was. Achso, okay. Er wurde von Moskitos gejagt, gestochen, attackiert, keine Ahnung. Aber komischerweise Okay. nur er, alle anderen nicht. Help kill Moskitos. Ja. Mind own business. Wir gehen einfach wieder weg. Du machst das schon, ne? Tschö. Ja, wunderbar. Wie hier aussieht. Ablabla. Moving Denn with dann. grace and purpose and made short Los, work. Sanity, not an. Okay. Hat ihm gefallen, dass wir ihm geholfen haben. Chinese hier. Die hätten mich heute Nacht garantiert aufgefressen. Okay, wir wären voll, das heißt, wir können ja gleich wieder los. Jo. Bevor noch mehr Moskitos kommen. Ja, wie gesagt, in freier Natur übernachten ist auch ehrlich gesagt für die mentalen Sachen nicht so geil. Ja, geh mal ruhig darauf, dann sehen wir, ob oben links vielleicht noch ein Fragezeichen ist, bevor wir nach Hier oben jetzt gehen. oder? Ja, da auf die Erhöhung, Oder auf genau. das hier? Auf die Nee, das wird untere. nichts bringen. Das wird nichts bringen. Okay. Taiko. Ja, okay, machen wir das. Travel. Ich muss sagen, ich komme mit dem Look schon besser zurecht als vorher. Ja, am Anfang ist irritierend. Ach, guck mal, oben ist ein Händler. Ja, da wäre noch ein Fragezeichen und da auch. Ja, tendenziell sollten wir auch, bevor wir zum Händler gehen, irgendwie was zum Handeln Ja, dann nehmen wir das Fragezeichen da mal mit. Dann laufen wir zu Ja. dem oberen. Und dann schauen wir mal weiter. Genau. Shrine. Schrein, Schrein. Oder es wird ein Diamant angezeigt. Das ist einfach nur der Hinweis, dass das heißt, dass da etwas Wertvolles. Gute Frage. Schon wieder Silence, okay. Silence. Was war denn Silence? Ja, das hatten wir vorhin beim ersten Tempel schon mal. Was war denn da Negatives? Das Weiß Feuer? ich ehrlich gesagt. Ja, ne, war es Feuer? Ne, Feuer war doch die Pistole, dachte ich. Ja, wahrscheinlich. Na, wir werden sie rausfinden. Ach, hier wieder mal die Secrets, die Traps. Ja, aber diesmal haben wir, glaube ich, eine höhere Chance. Yes, beides. Better Better Loot! Loot! Das schreien die in Amerika auch immer gerade abends, ne? Entschuldigung. Enter Altar Chamber oder Take Treasure? Hä? Kann man da auch schon den Schatz holen? Offensichtlich. Ja, Dann machen nehmen wir wir erstmal uns Take den mal. Treasure. Vase und ein Artefakt. Tribal-Artefakt, okay. Tribe Trade. Okay. Trade, also irgendein Merkmal. Okay. Dann schauen wir mal in den Altar. Ach, das geht auch noch. Okay, ich dachte, das war schon. Vanishing without an image of whole. Vanishing without a tree.
Also, dass die Städte verschwinden? Dass man nicht mehr handeln und so weiter kann? Ja, zum Glück haben wir den fahrenden Händler da oben noch, oder? Es klingt gerade so, oder? An Image of whole villages. Vanishing. Vanishing ist ja sowas wie entfernen oder sowas, mhm. Ne? Hätte ich auch gesagt. Trace adorned a large stone altar. Ach, Jolo, komm, greif zu. Für ein Lama und eine Vase, ja gut. Wäre auch eine schöne Endcard. Wäre auch eine schöne Endcard, oder? Ja. Run, run, run! The people Let's have vanished without a trace. Ja gut. So viel dazu. Jetzt ist der Händler auch weg, oder was? Sind jetzt alle Menschen weg? Hm. Wir haben erfolgreich alle Menschen auf dieser Insel ausgelöscht. Ach du Scheiße. Eine Hütte. Aber ohne Menschen wahrscheinlich, oder? Hm. Nee, da ist auch einer, oder? I encountered a worn, poorly constructed Hütte. Poorly constructed Hütte. Okay, ein verzweifelter Mann. Will er sich auch uns anschließen? Ja, viel Glück. Hä? Okay. Könnten wir eine Small Donation oder eine Large Donation oder so hinterlassen? Oder gar nichts? Was heißt denn Small Donation? Ja, Spende, Donation. Ja, ja, schon Spende. Klar, aber was heißt Small? Wie viel? Wie viel ist Small? Wie wär's mit 5 Wasser? Offensichtlich würde ihm das ja schon. Kriegt dafür gar nichts? Oder wie? Ja, es ist halt eine Spende. Dann kriegt er normal nichts für eine Spende. Er kann ja zumindest sein, dass er uns sagt, ihr könnt in meiner Hütte mal eine Nacht übernachten oder sowas. Ja, wer weiß, vielleicht gibt er uns danach was oder sagt, hey, weiß nicht, hier, nimm meinen Esel oder so. Okay. Ja, was? Komm, gib ihm doch diese Fleischangel da, ey. Okay, hier ein Lama. Deal. Na dann, plus 5 Sanity, wow. Wow. Meine okay. Begeisterung hält sich in starken Grenzen. Also deine ist offensichtlich jetzt weg. Soll ich da rauflaufen auf den Felsen? Ja, mach mal. Weil vielleicht ist er nur da hinten. Hm. Nur, dass er hinten nicht aufgedeckt wird, weil es weit weg ist. Ja, er ist wahrscheinlich wirklich weg. Wenn da stand, dass alle Menschen verlassen, abgehauen sind. Ja, aber die Dörfer, oder? Das war ja jetzt ein Fahrer da hinten. Na, das war Menschen, stand. Menschen sind weg. Hätte man vielleicht doch auch vorher noch ein Mensch. Das war eben auch noch ein Mensch. Ja, also. Stimmt. Hm. Ja, wie du magst. Wir können ja noch da nach hinten laufen, aber. Ich erwarte echt nicht mehr wirklich viel. Also wird halt Sanity-technisch echt schwer. Wenn wir keine Möglichkeiten mehr haben, an Sanity-Items zu kommen. Na, dann hauen wir ab. Ab. Zu den Tieren? Mal angucken. Den Tieren, weil unten ist definitiv noch ein Fragezeichen, von dem wir wissen. Wir dürfen gleich so weit nach rechts. Die Antilope stalken. Huh. Da setzt sie sich hin. Jetzt mal gucken, Alter, in die richtige Richtung. Auch wenn es bei ihm eher wie Facepalm ausschaut, beim Pater. Also wenn wir den Schnurrbart bei dem wegnehmen, könnte es doch Picard sein, oder? Halt, Picard zu Corona-Zeiten wurde Alter, ernsthaft. Was denn? Lol. Das war wieder richtig erfolgreich. Facepalm. Minus 1 Standing hat uns 2 Tage gekostet. Ja, Standing ist eh scheißegal. Wir können hier mit niemandem handeln. Und die Tiere sind weg, oder? Sind da raufgelaufen. Hm. Sollen wir es nachlaufen oder sollen wir drauf kacken?
Kack drauf. Ey, wir können es eh nicht handeln, das Zeug, was wir jetzt da mit denen machen. Okay, dann laufen wir mal da runter zu den Fragezeichen, oder? Ja. Oder magst du... Ich habe eine Vorahnung, was es Oder ist. magst du daher vielleicht, dass wir mal was aufdecken? Du kannst auch da rauf und dann runter gehen, weil ich vermute, rechts davon sind eh nur Berge. Aber irgendwie muss er weitergehen da rechts. Ja, ich vermute unten weiter. Oder da, oh, doch. Also meine Vermutung, dass das da unten zwischen den zwei Elefanten im Sumpfgebiet, dass das wieder ein Elefantenfriedhof ist. Oh Gott. Ja, du kannst recht haben. Ich meine, ja. Es kann natürlich alles sein, aber. Ja, aber du hast recht, normalerweise ist es das. Das heißt, die Elefanten werden sauer. Und die da unten auch, weil da unten sind nämlich auch nochmal welche. Ja, okay, die sind uns recht egal. Wenn wir beim Fragezeichen stehen, nicht mehr, dann ist das nämlich nicht mehr weit. dann lassen wir das eher aus, oder? Meine Elefantenzähne sind gut für den Ruf, aber. Ob wir es mit Elefanten Es bringt aufnehmen halt auch können? Geld, aber. Wir können Weil es wir auch können auch die austesten. Elefanten angreifen im Überraschungsangriff auf dem Hinweg, die oberen, und dann. Weil sie sowieso, ja. Weil sie sowieso triggern werden. Ja. Sollen wir es probieren? Ja, komm, mach mal, da haben wir wenigstens ein bisschen was, womit wir Geld verdienen oder sowas. Haben wir da irgendwas, was wir ausrüsten können? Nee. Okay. Dass wir drüber gesprochen haben. Oh, Moment, wir hätten eigentlich sogar noch eine Flare gehabt. Ich hätte das da oben. Naja. Ich hätte es theoretisch reviewen können, jetzt sind wir zu weit weg. Oh, okay, schade. Ich könnte was anderes reviewen. Ja, was denn? Also nicht. Die drei Wow. Felder. Out of range. Nee. Lass mal gut Also sein. es Machen wir refresht später eh mal. immer wieder, aber okay. Dann sollen wir erstmal hinschauen, ob das Na, wirklich erst ein machen wir die Friedhof Elefanten. ist. Ja, wenn ja, dann ist es zu spät mit den Akro-Elefanten, oder? Okay, ich dachte, erst beim Plündern ist es zu spät. Na okay, du kannst recht haben. Kannst Du musst recht nicht immer recht haben. haben, aber ich gehe halt nur an dem Punkt sehr vorsichtig vor. Was? Jetzt hauen die ja noch ab. Ja, wenn sie abhauen, dann können wir auch nichts machen. Dann können wir auch zum Fahrrad hingehen, aber. Naja, so würde ich angreifen. 55-prozentige So? Surprise Chance. Ja, da ich würde angreifen, ja.